Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Turnierbericht. Ich habe am vergangenen Wochenende am Goldcard-Turnier von Olli Spielecenter mitgemacht und ja, habe dort gewonnen. Ich habe tatsächlich mal ein Turnier mal komplett für mich entscheiden können. Aber erstmal zum Anfang, was ist überhaupt das Goldcard-Turnier? Das ist so eine Art, Nebenevent oder so ein privates Event, was bei Ollis gemacht wird, irgendwie sonntags zu bestimmten Zeiten. Dort kann man sich für das sozusagen für dieses Goldcard-Turnier qualifizieren. Und wenn man sich dafür qualifiziert hat, kann man dort halt als Gewinner dieses Turniers eine Goldcard gewinnen. Mit dieser Goldcard kann man ein ganzes Jahr lang zu allen Events, die in Ollis Spielecenter, ich glaube bezüglich Yu-Gi-Oh! Stattfinden, dann umsonst teilnehmen. Sneak Peeks, Regionals, Großturniere, irgendwie besonderen Turniere, Charity Cups, ich weiß gar nicht, ob es für Charity Cups gilt. Auf jeden Fall kann man dann umsonst teilnehmen, wenn man diese Goldcard gewinnt. Und ja, ich habe gewonnen. Ich bin Platz 1 geworden. War mal wirklich was ganz anderes vom Turnier her, muss ich auf jeden Fall sagen. Wir waren insgesamt nur 11 Spieler, die da waren. Insgesamt waren 30 qualifiziert. 11 haben sich dort dann im Endeffekt gemeldet. Wie habe ich eigentlich meine Quali bekommen? Die habe ich damals bei der Duelist Alliance nicht. Ich glaube, das war die eine, wo ich Platz 2 gemacht hatte, zusammen mit Tefnoid. Habe ich die Quali bekommen und weil damals, glaube ich, irgendwie an dem Tag sollte eigentlich Goldcard stattfinden, aber da halt alle Sneak gemacht haben, wurde einfach die Sneak dann als Goldcard-Turnier gewertet und dadurch war ich dann qualifiziert und habe dann halt teilgenommen. Und es waren 11 Spieler da. Ich habe auch sogar tatsächlich bei Facebook da nochmal meine Stände durchgepostet. Insgesamt waren dort 3 Klee-Decks da, 2 Shadows, 1 Spellbook, 1 Batteryman, 1 Anti, 1 Monarch, 1 Firefist und ein Gallus Agent Deck gewesen. Keine einzigen Burning Abyss, was mich sehr verwundert hatte. Hat mir gefallen, weil das ist mein schlechtestes Matchup. Und ja, ich glaube, ich erzähle euch erstmal, wie es so gelaufen ist. Die Stimmung war awesome. Das war kein richtiges Turnier, das war eher einfach so zusammen chillen und ein bisschen spielen. Also einer der Spieler hatte einen Kuchen mitgebracht, dann hat Olli Kekse da zur Verfügung gestellt, Kakao und man durfte sich auch was aus dem Kühlschrank nehmen, da wo halt Softdrinks waren wie Sprite und Cola, durfte man sich eine Dose daraus rausholen. Das heißt, man konnte in ganz entspannter Atmosphäre essen, trinken und spielen. Und wir waren halt so wenig Spieler, man hatte ordentlich Platz, man musste da sich jetzt nicht um Platz kämpfen, weil Tische hatten genug Platz, man konnte irgendwas machen. Und ja, dann ging es halt los, Runde 1. Da wir 11 Spieler sind, kriegt halt einer wahrscheinlich am Anfang Freilos und das war ich. Ich habe Freilos gehabt und dadurch hatte ich halt auch die Zeit zu gucken, was spielen eigentlich die anderen Spieler. Ich habe einmal sozusagen gesichtet, was sind so die Feinde, die auf dem Kampffeld rumlaufen und das waren halt die Decks, die ich dann rausgefunden habe. Habe ich auch einmal auf Facebook gepostet. Konnte mir mal angucken, so was alles läuft. Dadurch hatte ich halt einen kleinen Vorteil gegenüber allen anderen Spielern, weil ich wusste halt, gegen was ich spielen soll. Und ja, erste Runde war ziemlich entspannt, habe ein bisschen Kuchen gegessen, ein bisschen gequatscht, entspannt, war eigentlich ziemlich cool. Dann ging es los, dann endlich das erste Spiel, Runde 2 gegen Firefist. Der hatte gegen den Agent-Spieler, glaube ich, diesen Gallus Agent-Spieler vorher gespielt. Der hatte echt ein paar interessante Felder aufs Feld gekriegt, muss ich sagen. Gegen ihn habe ich dann gespielt. Game 1 habe ich mein Tool die ganze Zeit auf Feld gehabt und das hat eigentlich ganz gut was geholfen. Ich konnte sonst an den wichtigsten Plays aufhalten. Er hat auch ziemlich ranzig gezogen gehabt. Game 2 haben wir beide ziemlich ranzig gezogen, aber ich habe, glaube ich, alle 3 MSTs und meine 2 zauberbrechenden Pfeile gezogen. Ich habe einfach alles annulliert, was geht, zerstört. Bei ihm kam einfach nichts und dadurch habe ich dann relativ schnell gewinnen können, 2-0. Dann ging es Game 3 gegen Mr. D, sagen wir es mal so, unseren großen Händler, der halt fast auf allen Events dabei ist, hat auch Cliffords gespielt. Den Würfelwurf gewonnen, dadurch dachte ich mir schon, scheiße, das wird nichts mehr hier heute, weil wenn Clifford Würfelwurf gewinnt, dann sieht das eigentlich ziemlich schlecht aus, wenn man noch gewinnen möchte. Aber er hat ein solides Feld der First Turn gemacht, er hatte eigentlich ganz gute Karten, hab dadurch mehr einen Helix specialen können, den ich wieder auf den Helix tributieren konnte und habe sein Tool geschossen, dadurch hat er keine Tools mehr gehabt und ich habe sein Monster erstmal im Leben gelassen, sodass er nichts searchen konnte und konnte ihn relativ gut von dort dann halt fertig machen. Game 2 war richtig genial, er hat präventiv Vanities aktiviert. Und dadurch hatte ich halt das Problem, ich konnte nicht specialen und ich musste specialen, weil ich wollte unbedingt einen Helix aufs Feld kriegen, damit ich sein Tool wegkriege, damit er da nicht mehr weiter searchen kann. Ich habe einen Raigeki gezündet, habe das Feld zerstört und habe im Endeffekt dann sozusagen das Vanities entsorgen können. Er durfte searchen halt mit seiner Zauberkarte und er hat sich nicht Tool gesucht, was dann sein großer Fehler war, weil er wusste ja nicht, was ich vorhatte. Ich habe meinen Helix gespecialt, den tributiert, dann sein Tool geschossen und damit hat er nichts mehr, womit er was machen konnte.
Und damit hatte ich ab dahin halt das Spiel im Griff und konnte es dann halt 2-0 für mich entscheiden. Danach ging es Game 4 gegen Spellbook. Oh, das Spiel war so schwer. Game 1 hat er mir die ersten zwei Tools weggebanished, weil ich wusste, dass er Fate da liegen hatte und ich musste die irgendwie rauslocken, weil ich immer an meine anderen Karten schützen wollte. Das dritte Tool kam dann endlich durch und als ich da bis zum dritten Tool rangekommen bin, weil er hatte First Turn auch schon Priestess rausgeworfen und die hat auch ordentlich auf dem Feld zerstört. Oh, das war so schlimm. Und dann irgendwann ging es dann. Als ich dann endlich mal ein Tool durchbekommen habe, dann habe ich langsam ein bisschen was machen können. Ich habe sie dann gebounced. Ich hatte so ein Verzweiflungsspiel. Ich musste Träger aufs Feld kriegen. Den habe ich dann tributiert für einen Helix, habe das Ding zurückgebounced. Und dann ab dahin hat er keine weiteren Spellbooks mehr so richtig auf der Hand gehabt. Dadurch konnte ich ihn langsam dann runter beatdownen sozusagen mit den Monstern. So, und dann war Game 1 halt vorbei. Und dann ging es in Game 2. Game 1 war relativ lang. Wir haben richtig lange gebraucht. Ich habe ihn echt dann so auf die letzte Rille noch besiegt. Game 2 war wirklich schwer, weil das Problem war, er hat auf mein Tool dieses Cursed of the Forbidden Spell aktiviert. Also das hieß, er hat erstmal mein Tool annulliert bei der Aktivierung und ich durfte keine Tools mehr benutzen im ganzen Duell. Und ich kam einfach dann nicht mehr in den Flow und wir waren dann am Ende am Topdecken und ich habe einfach ein bisschen schlechter getopdeckt. Ich hatte zwar Skilldrain dann liegen und irgendwann auch ein Helix, aber er hat das dann irgendwann weggekriegt und ich kam da einfach nicht mehr voran. Und er hat dann gewonnen, aber es war dann im Timeout und dadurch hatten wir ein Unentschieden gehabt, wodurch ich dann halt trotzdem immer noch mit sozusagen der Beste war, weil er auch schon vorher einen Unentschieden hatte. Und dann ging es Game 5. Eine Kollegin, die hatte Cliffords gespielt, aber das kam niemals zum Spiel, weil sie musste nach Hause Medikamente zu sich nehmen, die halt wichtig waren. Und dadurch hatte ich das Spiel sozusagen geschenkt bekommen. Ich hatte sowohl Finale als auch Game 1 freilos, was sehr verwunderlich ist, dass man halt noch im Finale irgendwie freilos bekommt und konnte halt dann ein bisschen entspannen und ein bisschen spielen, tauschen, habe ein paar Sachen verkauft, habe da wieder irgendwie 10 Euro gemacht oder so. War eigentlich ganz in Ordnung und habe dadurch das Turnier halt dann gewonnen und mir gehört sozusagen jetzt die Goldcard fürs nächste Jahr, die habe ich jetzt noch nicht physikalisch hier, die werde ich noch bekommen. Ich bin sozusagen der Einzige, der ohne Preis rausgekommen ist. Die anderen haben halt entweder Gutscheine bekommen oder Booster, also tatsächlich physikalische Sachen. Ich habe nichts Physikalisches hier, was ich euch zeigen kann, außer mein Deck, was ich euch nochmal kurz vorstellen kann, was ich gespielt habe. Und ja, das machen wir doch mal kurz, weil die Gold Card würde ich ja noch später halt bekommen. Dafür können wir noch irgendwie ein separates Video machen oder so. So, was habe ich genau gespielt? Ich habe das Deck halt angepasst, ein bisschen mehr auf Burning Abyss auch und so allgemein gegen meine schlechteren Matchups ausgerichtet. Teilweise war es nicht da oder es lief einfach besser. Ich habe dreimal Kundschafter gespielt, wie Standard, dreimal die Scheibe, dreimal Helix, dreimal Träger. Ich habe einen Pendeldrachen nur noch gespielt. Ich fand, er ist ein bisschen zu langsam, da habe ich ihn auf 1 gecuttet und einen Trampolux. Vielleicht würde ich die Karte schon fast auf 2 spielen, weil die habe ich getoptickt gegen den Spellbook-Spieler. Und der hat dann halt Secrets und dann konnte ihr das umrennen mit dem Kackmagier. Das war echt nervig. Dann habe ich, das waren so alle Monster. Dann habe ich 2 Skilldrains noch gespielt, weil Skilldrain ist im Meta nicht so gut. Es ist zwar gut gegen Nicht-Meta-Decks, aber was bringt das Ding gegen Burning Abyss? Relativ wenig. Daher habe ich das Ding auf 2 gecuttet und falls ich es dann brauche, reichen 2 eigentlich. Ich wollte kein drittes mehr haben, das war mir zu viel. Dann habe ich halt die Lehre der Eitelkeit einmal aufgebammt, habe jetzt 3 im Deck. Lief ganz gut mit ihr, war öfters mal auf der Starter letztendlich mal mit dabei, das hat's gebraucht. Dann habe ich die Klassiker gespielt, ich habe alle Klassiker wieder gespielt. Ich habe Bodenlose, Zwangsliebe Königsgerät, Reißender Tribut und Ernste Warnung gespielt. Und das lief eigentlich ganz gut. Den TT habe ich leider, glaube ich, wenn ich mich so recht entsinne, habe ich den nicht einmal gezogen. Ich hätte ihn gerne gesehen in einigen Spielen. Ich habe ihn gesehen bei anderen Clifford-Spielern, die aktiviert hat. Ist eine sehr, sehr gute Karte, immer noch auch gegen Burning Abyss, wenn sie halt, sie müssen ja halt 4 Special, indem sie ihre Handeffekte aktivieren und dann triggern sie nicht, wenn sie auf den Grave gehen. Das heißt, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt TT macht, gehen die richtig minus. Da habe ich den auch gespielt und das lief eigentlich ganz gut. Auch wenn ich den nicht einmal gezogen habe, ist es schon deutlich sinnvoller. Wenn man die halt als Backup hat, dann kann man sie halt wenigstens spielen. So, und dann bei den Zauberkarten habe ich dreimal Kunst des Beschwörers natürlich, dreimal Mystische Rahmentafun, dreimal Kleopfer. Dann habe ich im Porkömmling Goblin gespielt dreimal, weil ich wollte einfach den Speed haben, ohne dass ich eingeschränkt bin da drin, dass ich nichts spezial beschwören kann in dem Zug. Also, dass ich spezial beschwören kann. Daher, Porkömmling Goblin hat wirklich geholfen, ein bisschen mehr Konstanz in das Deck zu kriegen, schneller das Tool zu haben und eher die Effekte zu zünden. Da habe ich auch den Topf der Gegensätzlichkeit auf 2 gecuttet, damit ich eher die Möglichkeit habe, immer noch zu specialen, weil mit dem Top, wenn du den Top deckst und dann halt nichts specialen kannst, dann bist du meistens relativ schnell tot. Ein Raigeki, ein Buch des Mondes und einmal den Limiter. Das ist mein Deck gewesen. So, dann kommen wir kurz zum Extra-Deck. Da habe ich tatsächlich einiges geändert, obwohl ich nichts beschworen habe, wieder wie sonst auch. So, da habe ich Nummer 80, Gagaga Cowboy, Bewohner, Exiton, Diamond Direwolf, Castell, Ark, Schwarz Schiff, Ragnar Null. Ich habe jetzt den Kerngorgon reingenommen, weil ich ihn jetzt habe.
Und ich habe die verrückte Kiste reingenommen, falls ich mal 3000 Beat Sigma auf dem Feld befindet und ich irgendwie Xyz tatsächlich machen kann, dann packe ich den lieber bei Skill Drain rauf, falls meine Monster halt nicht den Boost irgendwie haben, weil ich kein entsprechendes Panel Monster habe, dann kann ich den noch irgendwie verwenden. Und ja, das sind so die zwei Änderungen, die ich da drin hatte. Und im Side-Deck habe ich folgende Änderungen vorgenommen. Ich habe die beiden erstmal drin gelassen, die waren eigentlich ganz gut. Sturmkraft habe ich auch drin gelassen. Ich habe Darkhold reingeschmissen für Rogue-Matchups und habe es gleich auch gegen Firefist gezogen, gleich Game 1 und ein bisschen Plus damit machen können, war eigentlich ganz gut. Verbotener Friedhof für BA, Makrokosmos für... Der Rest ist eigentlich BA, Stygian Dirge, Schatten, Einsperrender Spiegel und ein Lichteinsperrender habe ich diesmal reingepackt, weil ich letztes Mal echt ein Problem hatte mit Stellar Knights. Daher dachte ich, pack das mal lieber mit rein, ein wenigstens, damit ich nicht mich komplett auf Skill Drains verlassen muss. Insgesamt ein sehr, sehr cooles Turnier, ein sehr, sehr schönes Ergebnis für mich. Endlich mal tatsächlich mein Event zu gewinnen, war halt nicht viel Teilnehmern da. Aber das macht es dann auch umso schwerer, halt zu null da durchzugehen oder halt unbesiegt. Ich bin halt am Ende unbesiegt durchgegangen, habe zwar zwei Freilose bekommen. Aber ja, was soll man da machen? Das ist dann halt so, dann das kann man da ja auch nicht viel dran ändern. Das sind dann die Leute, die dann halt da irgendwelche Sachen vergessen oder machen. Ich freue mich schon auf die nächsten Turniere im Olli Spielecenter mit der Goldcard. Mal gucken, also auf jeden Fall Plus ist es. Und das war's erstmal hier von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Turnierbericht gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.